hinten sieht man den Uturuku, von dem haben einige von euch vielleicht gehört, gelesen, Videos gesehen. Das ist dieser Vulkan, der Gipfel ist über 6000 Meter hoch. Und der wird also seit Jahren beobachtet, weil er sich jedes Jahr um ein paar Zentimeter hebt und also die Magmakammern sich dort massiv füllen sollen, in also etwa zehnfacher Geschwindigkeit, in der sich normalerweise Magmakammern so füllen. Und der soll vor 300.000 Jahren zum letzten Mal ausgebrochen sein. Und davor wohl auch vor 300.000 Jahren. Das heißt, man spekuliert, ob der unter Umständen eben nicht mal wieder fällig wäre, auszubrechen, was wohl auch einer ökologischen massiven Veränderung entsprechen würde. Also man rechnet dann damit, dass das wie so eine Art Supervulkan wäre.